Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. Sind Sie allein? Hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee. Danke. Schlückchen gefällig? Nein, danke. Wie Sie möchten. Also, Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Cop. Ich brauche keine Partner. Gut. Bin eh pleite. Kann nicht mal den Kaffee zahlen. Aber ich hätte was im Angebot. Schießen Sie los. Wie lange sind Sie schon hier? 3 Jahre. Hab mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sagt zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Harte Nummer. Die Ermittlungen stocken wohl ziemlich. Ah, und Sie können sie zum Laufen bringen? Ja, könnte ich vielleicht. Und was muss ich dafür tun? Wollen Sie Geld? Oder Immunität? Nichts davon. Ich muss Leute beschützen. Ah, die Familie ist immer der Schwachpunkt, oder? Also um wen geht es? Kranke Mutter, Frau oder ein Wurf Kinder? Frau und Tochter. Ja, und niemand, der auf sie aufpasst, schätze ich mal. Sonst wäre ich nicht hier. So ein Jammer aber auch. Mein Papa hat immer gesagt, man braucht Freunde, um in dieser Welt zu überleben. Tja, nun, in meiner Welt ist es andersrum. Keine Überraschung. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie nichts versprechen. Nicht bis ich weiß, was Sie haben. Also, reden Sie? Oder schlagen Sie bloß Zeit tot, bis die Sie holen kommen? Glauben Sie, ich bin auf der Flucht? Ich sehe es doch, Tommy. Ja, schauen Sie sich doch mal an. Sie sind fertig. Seit Tagen nicht geschlafen. Und dann diese Nackenschmerzen, weil Sie sich dauernd umsehen müssen. Tja, wie ich das so sehe, ist denn wohl jemand sehr Einflussreiches auf den Fersen und der lässt nicht locker, bis sie im Fluss enden. Wir wissen beide, dass sie es ohne mich keine 5 Schritte hier rausschaffen. Aber wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, leben Sie vielleicht lang genug, um Ihr kleines Mädchen irgendwann mal zum Altar zu führen. So oder so, Ihr Kaffee geht dann wohl auf mich. Mann, wie konnte alles nur so schief gehen? Tja, das merkt man leider immer erst, wenn es zu spät ist. Aber Ihnen ist die Kanone auch nicht in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich war Taxifahrer in den 30ern. Bin meistens nachts gefahren, gab mir Geld. Am Ende so einer Schicht habe ich dann Paulie und Sam getroffen. Wohin? Irgendwohin! Schnell!